Dann mal eine Runde Overwatch noch. Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Kann man das irgendwo nachgucken? Wahrscheinlich auch irgendwie 2 Monate oder so. Wir spielen einfach mal ganz normale Schnellsuche. Es gibt irgendwelche Halloween. Ja, ich habe heute schon Mittag schon mal geguckt. In der Mittagspause, weil ich auch überlegt hatte, das Spiel zu spielen, aber dann überkam mich spontane Kaffeelust und dann hatte ich doch keine Lust. Aber ich hatte das geupdatet schon mal. Aber mal so ein bisschen Schnellsuche. Wir sind natürlich weiterhin Heiler. Und eventuell haben wir ja heute ein bisschen mehr Erfolgserlebnisse in Overwatch. Kann auch sein, dass ich noch mehr reinscheiße hier. Wer weiß. Warten wir einfach mal ab. Beim Warten stöbern. Oh Gott, Echo. Was sind so viele Helden, die ich fast nie gespielt habe, weil ich dann irgendwann einfach relativ inaktiv wurde. Aber vielleicht wird es ja mit Overwatch 2 mal wieder ein bisschen anders werden. Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Ich habe halt bei Overwatch irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich einfach nicht besser werde und das ist dann irgendwann einfach unfassbar demotivierend. Gibraltar, das war diese, wo man diese Payload bewegen musste, ne? Ich weiß gerade nicht, wie die Meta ist, deswegen muss ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen. Und mein Bauchgefühl sagt mir, Lushi, oh. So. Ach so, ja, okay. Ich muss mir erstmal wieder so ein bisschen hier dran gewöhnen, aber kriegen wir alles hin. Mit meinem Noob-Gameplay hier am Start. Hier sind Yetta beim Verteidigen. Fehlt nur noch die Widowmaker, die auf der Straße steht, dann haben wir alles hier an Klischees erfüllt. Das gleich in der ersten Runde, wow. Ah, das ist bestimmt der beste Spieler der Welt, der weiß, was er macht. Der hat eine 94, was ist denn das? Okay. Ihr macht das schon, Jungs. Ich heile einfach ein bisschen. Ich heile einfach. Ach ja, wir haben ja das Problem, dass wir kein Burst-Heal haben, wenn der andere Zenyatta spielt. Außer das Spiel hat sich so grundlegend geändert. Lebt überhaupt noch jemand? Ja, wenn der andere Typ schlau ist, wechselt er hoffentlich gleich auf Mercy. Aber ich fürchte, er ist nicht schlau. Oh, wir haben. War das eine Widowmaker, die auf der Straße steht? Ist das Klischee wieder erfüllt? Bin ich so tief in der Elo gesunken? Nee, es war eine Diva, Entschuldigung. Es war eine Diva. Joa, dann gucken wir doch mal, ne? Okay, der Heiler wechselt nicht, das heißt, wir werden jetzt gleich überlaufen werden. Sehr schön. Lohnt sich auch gerade nicht so wirklich. Ich würde dich ja gerne heilen, Diva, aber. Ich bleib mal bei dir einfach. Und drücke so sobald es geht. So, wir sind 4. Ich hau mal das Schild raus. Vielleicht können die Leute was reißen. Auch wenn mein Bauchgefühl mir gerade eher so das Gegenteil sagt. Fuck. Aber ich irre mich auch mal gerne. Vielleicht haben wir doch irgendwie eine Chance. Schauen wir einfach mal. K.
Okay, die Tanks leben noch, das ist gut. Ich gehe mal zu. Ach, da ist schon jemand bei der Payload, ne? Ja. Okay. Perfekt. Sauber Team. Okay, der Zenyatta war da vorne. Und jetzt haut er seine Ultimate raus, weil wir gerade von einer Person beschossen werden. Ist okay. Jeder hat das Recht, seine Ultimate zu verschwenden. Das ist okay. Ich finde, wir leben in einer Gesellschaft, in der es auch akzeptiert sein muss, wenn jemand einfach so komplett seine Ultimate verschwendet. Er hätte sie jetzt einsetzen können. Was auch immer Monka heißt. Monika? Monka? Keine Ahnung. Monka wird nicht Monika. Ja, das wäre vielleicht angebracht gewesen, ne? Wenn er eine die Ultimate zündet, dann eventuell alle unbesiegbar zu machen. Klingt eigentlich gut. Können wir mal Reini am Leben zu halten. Oh mein Gott. Irgendwie. Ich würde gerne von dem Affen befreit werden, liebes Team. Ja, es läuft nicht. Okay, jetzt haben wir das Spiel fast verloren. Dann denkt er sich so, ja, vielleicht könnte ich ja mal den Heiler wechseln. Ja. Wäre vielleicht angebracht. Vielleicht. Das hätte vielleicht auch funktioniert, aber... Ja, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob... Ja, wir werden einfach... Es bringt einfach gerade nicht so wirklich, glaube ich, die Ulti zu zünden. Jetzt wird es sich bei drei Leuten... Ich weiß halt nicht. Früher hat es sich immer nur gelohnt, wenn viele da sind. Ein gesunder Menschenverstand... Dachte mir, dass es eigentlich auch immer noch so sein müsste. Aber macht gerade echt Bock, muss ich sagen. Unabhängig davon, dass wir gerade ziemlich reinscheißen, macht es gerade echt Laune. Das kann ich auf jeden Fall sagen. So, der Monkey ist auch tot. Igitt. Guck mal, kaum hat er den Charakter gewechselt. Schnäppig. Nein, sieht echt tatsächlich besser aus. Ist der Gegner doch gar nicht so übermächtig. Aber gut, natürlich war das jetzt gar nicht mal so schlecht gemacht. Vom Besten, Entschuldigung, ich musste gerade aufstoßen, deswegen... War das gerade so verzögert, oh mein Gott. Ja, RIP, ich hau mal Ulti, aber bringt nix. Ja, aber es war vorhersehbar, dass wir da verlieren. Oh, ich sehe gerade, das leckt auch ganz schön. Jetzt sollte ich mal ein bisschen die Quali runterstellen. Was wollte ich machen? Achso, ich wollte die Quali runterstellen. So, wir beloben mal wieder irgendwelche willkürlichen Leute, keine Ahnung. Achso, zu spät schon. Naja, egal. Ja, mal gucken, ob es mit der reduzierten Bitrate jetzt ein bisschen besser geht.
Achso, Spieler anerkennen, so gegen das. Ja, zu spät. Egal. Fliegender Holländer. Okay. Sind das irgendwelche Figuren, die man kennen muss? Ich habe keine Ahnung. Das sieht halt gar nicht so schlecht aus. Ich kämpfe mit Harten. Hast du Schiss? Vernichten! Ha, Geister gibt's doch gar nicht. Das Imperium der Schim. Glaubt ihr an Geister? Ja, es sind schon ein paar echt coole Skins dabei. Aber gut, das konnte Overwatch ja schon immer tatsächlich irgendwie mit Skins so ein bisschen. Hä? Habe ich nicht eine. Ach so, eine langweilige normale habe ich bekommen. Ach so. Ja, die können sie auch stecken lassen. Ich dachte, ich hätte es in der Halloween-Box bekommen und könnte mich freuen, aber nein. Wozu freuen? Ach ja, ach ja. Gucken wir mal, ob wir diesmal ein bisschen mehr Glück haben mit der Gruppe. Schon wieder verteidigen. Ich nehme mal einen Moira, einfach mal zur Abwechslung. Eventuell ist das ja eine schlaue Entscheidung, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Die Wissenschaft bringt die Wahrheit ans Licht. Ja, das mit der Bitrate, ne? Ich hatte ja gesagt, ich habe die Stream-Settings ein bisschen umgestellt, deswegen ist das vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, so ein etwas grafisch anspruchsvolleres Spiel. Das ist jetzt nicht so mega anspruchsvoll, aber schon anspruchsvoller zu streamen. Mach mal, um zu gucken, wie das Stream das so mitkommt und ja, testen wir mal. So, jetzt darf man hier auch parken, ohne irgendwie Geld zu bezahlen wahrscheinlich. Ach, direkt einen getötet, das ist doch so schön. Wenn das die CDU sehen würde, dass ich hier virtuelle Menschen töte. Wobei, es sind auch Affen und Roboter, aber... Und Stoiber würde sich im Grab umdrehen. Obwohl, der lebt noch, aber naja. Politisch ist er tot, sagen wir es so. So, Schöne an ihr hier ist, man kann einfach manchmal einfach schön die rechte Maustaste gedrückt halten. Team? Achso, ja. Wow, mein Team Ne, es ist tot. Ich glaube nicht, dass es taktisch zurückgelaufen ist. So schlau ist ein Random nicht. Oh, er bedankt sich sogar. So, jetzt wäre es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich mal sterben würde in einem effektreichen Kampf, damit ich sehen kann, ob die Stream-Einstellung, die neuen, ob das passt. Ich kann natürlich auch in einem extrem geilen Kampf überleben. Das wäre natürlich genauso geil. Okay, tut mir leid, Junkie. Jetzt kannst du ruhig mal sterben, Reini. Ja, genau, lauf zu meiner Kugel. Das ist sehr gut. Okay, irgendwer hat das Match verlassen. Der ist scheinbar Zombie-Girl. War der bei uns? Ja, okay, bei uns. Naja. Ja, wann hau ich denn mal die Ulti hier raus? Keine Ahnung. Was viele Leute ja gar nicht mehr wissen. Auch von den jüngeren Zuschauern. Tatsächlich waren Overwatch ja neben Mario Maker eigentlich immer so mein zweites Stream-Spiel. Und ja, irgendwann lief es da nicht mehr. Und zudem bin ich mehr oder weniger auf der Suche nach einem zweiten Stream-Spiel. Ohne Erfolg. Und jetzt... Rasieren wir hier mal ein bisschen mit dem Kamehameha so ein bisschen zwischendurch. Eskalieren mal vollkommen. Einfach mal so vollkommen eskalieren zwischendurch, ja? So vollkommen. Das macht Spaß. Macht doch gerade echt Bock, das Spiel, muss ich sagen. So lobe ich mir das doch.
Nee, aber es war dann halt auch irgendwie dämlich, Overwatch und Mario Maker immer zu streamen. Weil man dann die Leute hatte, die bei Overwatch da waren und die Leute, die bei Mario Maker da waren und ja. Aber niemand, der bei beiden Spielen da war. Und jetzt, irgendwann lernt man ja auch dazu, aber keine Ahnung. Tatsächlich wäre Overwatch 2 eventuell so ein Punkt, wo ich mir das nochmal überlegen würde. Ich meine, ich bin in dem Spiel nicht gut, machen wir uns nichts vor, aber es macht mir halt Laune und das ist ja das Wichtigste beim Stream eigentlich. Von daher. Aber ich liebe auch dieses Grafik-Setting von Overwatch total. Ich finde das extrem cool. Ja, okay, wir werden überrannt. Ich hoffe, mein Team checkt das. Okay, mein Team checkt es nicht. Okay, tötet den Affen. Ich habe nichts gegen Tiere, aber tötet den Affen. Das ist mein Wille. Jetzt hat mein kleines Kügelchen leider nichts getroffen. Waste of Ulti. Wer hat denn die Ulti benutzt? Habe ich die benutzt? Nee. Ah, der hätte in meinem Spiel eben dabei sein müssen. Okay, das war jetzt dämlich, weil der, glaube ich, noch unbesiegbar ist, ne? Das ist empirisch bewiesen, vor allen Dingen. Ich sollte mal heilen und meine Aufgabe als Heiler wahrkommen. Ich glaube, ich bin der Einzige, der lebt, oder? Ja, Mist. Naja. Gut, den Punkt werden wir leider verlieren. Ich hole mir mal gerade ein bisschen Ulti-Energie. Ach, wir haben gewonnen? Okay. Hä, wieso haben die den Punkt denn jetzt nicht eingenommen? Habe ich irgendwas verpasst? Ich war doch der Einzige, der noch lebt. Ich meine, es freut mich, aber ich bin verwirrt. Cool, ich habe das Highlight des Spiels. Nice. Das war wahrscheinlich das, genau, das kam ja mehr, wo ich einfach mal so zwischendurch eskaliert bin. Das war schön, das hat Bock gemacht. Hätte man auch noch anders machen können, aber im Prinzip hat es ausgereicht. Nice. Ja, wir beloben mal irgendwelche random Menschen. Keine Ahnung, ist mir auch vollkommen egal. Wir hatten den Widowmaker. Es ist mir nicht mal aufgefallen. Aber das spricht eigentlich für die Widowmaker. Wir hatten den Widowmaker im Team? Okay. Wir hatten einen Piraten in der Mannschaft? Na, aus welchem Film ist das? Weiß wahrscheinlich niemand. Glückwunsch, Barry. Danke. Das hat auch echt Bock gemacht, die Runde. Wir fahren mal als Team fort. Die waren eigentlich ganz nett. Ja, das hat Bock gemacht. Heute macht mir Overwatch mehr Bock als Fall Guys. Spannend. Ja, Fall Guys kann halt echt unfassbar demotivierend sein, wenn du halt, ich hab's eben ja schon gesagt, aber dreimal in irgendwie in fünf Runden ins Finale kommst und jedes Mal Pech hast oder. Ja, das ist halt. Zieht irgendwie dann einen runter, ne? Hier einfach Casual Overwatch spielen, das ist total chillig. Ich will mal wen anders nehmen. Ich will mal Baptiste nehmen. Einfach, weil ich es kann. Ne, ranked werde ich aber, glaube ich, Overwatch. Es gäbe nur noch eine Variante, unter der ich ranked spielen würde. Und das wäre, wenn ich jemanden hätte, der mir dieses Spiel vernünftig beibringt. Und der mich coacht. Dann würde ich nochmal ranked spielen, aber... Warum sollte diese Person das machen, selbst wenn die sich findet, ne?
Aber wenn, dann hätte ich Lust, weißt du, wenn jemand diese zuguckt und sagt, ja, das hast du jetzt falsch und das wirklich konstruktiv macht und mich dann verbessert und ich das Gefühl, ich verbessere mich, dann hätte ich Bock, Rank zu spielen, aber so, ich weiß nicht, ich bin halt scheiße in Shootern, mit, als Heiler geht's noch einigermaßen, glaube ich, aber... Weiß ich nicht, ich bin halt ein alter, verzweifelter Mann. Ja, das wäre halt cool, dann könnte man auch eine Videoreihe rausmachen. Aber wer sollte sowas machen, ne? Ich meine, warum sollte das jemand für uns machen? Sagen wir es mal so. Aber man kann ja auch Spaß an dem Spiel haben, ohne mega gut drin zu sein. Ich weiß, das wollen jetzt die jungen Leute nicht hören. Die wollen hören E-Sport, 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 aber mein Gott. Dafür ziehe ich dich in Mensch, ärgere dich nicht ab, du Ficker. Ich fordere dich heraus, der 51 melde dich. Ich werde dich in Mensch, ärgere dich nicht so zerlegen, weil ich die Meta kenne. Die Meta-Image ärgert dich nicht, ist es nämlich Sechsen zu würfeln. Hättet ihr nicht gedacht, oder? Nur in Mühle, da kann ich... Da, in Mühle müsstest du gegen Rico spielen, wenn du E-Sportler bist. Der macht dich fertig. Der ist so geil in Mühle, das ist... Nein, keine Ahnung. Problem bei Twitch, bei Overwatch ist, und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, da gibt es halt viele Leute, die Overwatch dann wirklich bei wem gucken wollen, der richtig gut drin ist. Und das ist auch absolut legitim. Was hat Zellos noch geschrieben? Du ziehst lieber Müller bei Uno. Ja, bei Uno ist... Ach, die Meta, das stimmt. Ja, das ist das Problem, was Zellos geschrieben hat. Bei diesen Ranked-Matches, wenn du das random machst, bist du halt sehr von deinem Team abhängig. Gut, bei den anderen Sachen auch. Und da musst du nur eine Widowmaker haben, die auf der Straße rumsteht. Oder wie Zellos das im Prinzip auch sagt, du musst dann ja Meta spielen, um aufzusteigen. Und, ach, keine Ahnung. Ich bin alt und verzweifelt. Aber was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, wäre jetzt Overwatch eventuell mal wieder öfter zu spielen, weil ich merke gerade echt, dass mir das richtig viel Spaß macht. Das ist total chillig, man kann gut dabei Dönekes erzählen. Ich bin scheiße, es ist mir scheißegal. Ich reg mich nicht wie bei Fall Guys auf, weil ich immer Zweiter werde, hier gewinne ich oder verliere ich. Jetzt fast gesagt, hier kann ich mir auch in Ruhe eine runterholen, das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Nein, das ist echt total chillig, also keine Ahnung. Aber wahrscheinlich wird Mario Maker immer das einzige Metaspiel von mir werden, was erfolgreich ist. Als ich Mario Odyssey damals gestreamt habe, das war auch mega erfolgreich. Ich kann halt auch nicht nur Mario-Spiele spielen, damit man auch irgendwann rammdösig. Als ich damals ursprünglich mal irgendwann mit YouTube, Facebook hätte ich schon gesagt, mit diesem ganzen Stream und YouTube-Scheiß angefangen hat, war ja mein allererster ursprünglicher Plan, komplett nur Mario Kart zu machen. Also heißt, alle Mario Karts und dann vielleicht mich irgendwie in diese Speedrun-Richtung zu entwickeln. Das war so mein Ursprungsplan, aber irgendwann habe ich dann gedacht, okay, irgendwie ist es dann doch wahrscheinlich relativ langweilig und anstrengend. Und dann, ja. Das einzige Problem bei Overwatch ist, man kann nicht so gut den Chat verfolgen. Jetzt habe ich einmal den Chat verfolgt und bin tot. Das ist so ein bisschen das Problem. Da müsste ich mir vielleicht irgendwas überlegen, dass vielleicht Chat-Nachrichten vorgelesen werden oder so. Da gibt es ja bestimmt irgendwelche Add-ons für. Das wäre so, wobei. Ja doch, wenn man so ein kleiner, unerfolgreicher Streamer ist wie ich, dann kann man alle Chat-Nachrichten ruhig vorlesen lassen. Das wäre dann nur wahrscheinlich... wo muss ich hin? Ich kenne nicht mal den Weg. Wäre nichts, was man dann später für die Theorie, wenn es wachsen sollte, benutzen könnte, aber... Wenn wir uns mal nichts... Wenn wir mal nicht selber anlügen, ist es relativ unrealistisch. So, ich würde gerne zurück. Ach, Mann. Ja, Reinhard, du könntest jetzt einfach zurücklaufen, so wie ich, aber... Ja, das war auch dumm von mir. Ich hätte den Reinhard einfach sterben lassen sollen, und weil jetzt fehle ich hinten beim Team. Aber merken wir uns, mit 3500er Bitrate, wenn ich alleine streame, leckt das Spiel nicht. Weil mir ist nämlich aufgefallen, Zellos, dass, was ich aber auch extrem merkwürdig finde, aber das kannst du mir vielleicht besser erklären. Ich wusste nicht, dass Discord so viel Bitrate schluckt.
Bei Mario Kart hat das jetzt keine Auswirkung gehabt. Das hatte ich auch auf 6000. Aber wenn ich PC-Spiele spiele, kann ich halt nicht mit 6000, wenn ich mit euch rede. Okay, die Runde werden wir verlieren. Spoiler. Okay, hier leckt es aber gerade auch ganz schön. Dann sehe ich gerade, wir sollten vielleicht nochmal die Bitrate ein bisschen runterstellen. Und die Frage ist es dann noch hübsch genug? Dann gehen wir noch ein kleines bisschen runter. Ich weiß, ihr hört jetzt die Musik gerade nicht, aber ihr werdet jetzt überleben. Ich nehme mal 3000. Wir tasten uns langsam ran, ne? Also, es läuft eigentlich flüssig, aber wenn halt ultra krasse Megaschlachten sind, leckt es ein bisschen. Wir nähern uns der optimalen Framerate. Dabei müsste ich eigentlich, also vom Internet kann es eigentlich nicht dran liegen mit der Leitung, aber da ist TeamSpeak wiederum sparsamer bei der Bitrate. Trotzdem bleibt das beste Allround-Tool, ja. So, ich darf so ein bisschen nicht die Uhrzeit vergessen. Ich muss noch duschen und will ja gleich das Bayern-Spiel gucken, aber noch ist alles easy. Geil, ich habe eine Halloween-Lootbox. Aber kein Glück. Alle als gelesen markieren, dann gucken wir doch mal. Ja, aber das wird kein ansehnliches Spiel, weil, hatte ich eben schon gesagt, Ilios Brunnen, das ist eine dieser Maps, warum ich Overwatch nicht so lange gespielt habe. Ja, eigentlich will ich hier Lucio spielen, aber Moira ist, glaube ich, auch ganz gut. Mercy, Angriff, das ist doch das... Ja, da bringt Wiederbeleben nicht so viel, glaube ich. Anna bin ich... Ja, wobei, Anna ist vielleicht... Ja, kommt drauf an. Wahrscheinlich absolut dumm, Anna zu nehmen, aber... Kann ich halt relativ problemlos auf diese dicken Ziele draufballern. Und ich will halt auch mal die anderen Heiler mal wieder spielen, weil wenn ich schon immer Heiler spiele, dann will ich zumindest ein bisschen Abwechslung haben. Nee, was war denn in Frankreich mit den Fans, Zellos? Ich habe gar nichts mitbekommen. Ich weiß nur, dass die Leute, die in Paris wohnen, die sind traditionell immer ein bisschen komisch. Die waren ja schon beim Champions-League-Finale, sind ja übelst eskaliert, obwohl Corona noch war. Mal gerade die Steuerung gucken, okay. So, wie war das? Ach, das war einer von mir, scheiße. Ich schieße. Kann ich. Achso, ich kann die Taste auch gedrückt halten. Okay, das macht es ein bisschen angenehmer. Probier einfach mal die Diva zu heilen. Die macht das schon. Haben wir den Punkt oder der Gegner? Wir. Okay, cool. Ja, so gerade habe ich echt richtig viel Bock an Overwatch. Weiß es natürlich nicht, ob das irgendwie daran liegt, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe, oder... Weil es einfach geil ist. Wahrscheinlich an beidem so ein bisschen. Würdet ihr bitte diese Diva töten? Ich habe übrigens eben die falsche Taste aus Versehen gedrückt. Oh Gott. Was war noch? Achso, die Ultimate von ihr war, glaube ich, was verbessern, ne? Na gut, ich bin tot, aber der Affe kann vielleicht rasieren. Beim Fußball gestern zu dicht zusammen, ausgelassen, gefeiert, einige neue Fälle, kaum nachvollziehbare Kette, etc. Ja, also ich bin ja pragmatischer Mensch und Realist. Ich denke mal, wir werden... bald neue Regeln für Corona bekommen. Was wir solchen Menschen dann unter anderem verdanken. Also ich gehe fest davon aus, dass wir relativ bald die Maskenpflicht überall in Deutschland haben werden. Und ich gehe auch davon aus, dass es nicht mehr so lange dauert, bis tatsächlich bald dann wieder Cafés und Diskos und sowas zumachen. Ich meine, die Menschen sind einfach zu dämlich. Wenn die das nicht checken, dann muss man halt leiden, ne? Dieser Spruch kommt nicht von ungefähr.
Ist eigentlich voll der ultimative Macho-Spruch oder so ein konservativer Affenspruch, aber leider trifft er bei Corona zu. Menschen sind einfach dämlich, checken die meisten Sachen erst, wenn es viel zu spät ist. Und, ja. Von daher bin ich ein Fan des Lockdowns. Zumindestens im Moment. Und ich bin Nerd, ich kann dann... Ja, genau, also ich sehe das relativ entspannt. Ich werde jetzt eh öfter streamen wahrscheinlich. Ich hätte auch gestern schon gestreamt. Nur, da hatte ich noch das Problem, da habe ich noch nicht so für mich innerlich die Entscheidung getroffen gehabt, ob ich jetzt Galaxy im Stream durchspiele. Hast du ja eben wahrscheinlich mitbekommen, dass ich das jetzt erstmal nicht mache und das vielleicht in einem Jahr oder so mal mache. Kann man ja immer noch nachholen. Das erstmal dann privat für mich spiele. Ja, Fußball ist halt im Moment nicht bei mir, deswegen habe ich jetzt eigentlich jeden Abend Zeit zu streamen in der Theorie. Dass ich dann nicht jeden Abend streamen will, ist vielleicht auch verständlich. Aber ja, keine Ahnung. Ich müsste halt irgendwie mal, und aber das, da muss man auch, glaube ich, Glück haben, ein zweites Spiel finden, was für meine Verhältnisse, also Betonung, für meine Verhältnisse gut läuft. Da habe ich halt im Moment nur Mario Maker, alle anderen Streams laufen im Vergleich relativ schlecht. Muss man ja einfach mal so ganz ehrlich sagen. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich noch ausprobieren soll. Das ist so mein Problem. Overwatch lief eine Zeit lang ganz gut. Vielleicht Back to the Roots, ich weiß nicht. Wenn die Leute Bock hätten. Weil Overwatch war tatsächlich, es lief auch nicht wirklich gut, aber was heißt, ja doch, es lief zwischenzeitlich sogar auch ganz gut, aber Mario Maker lief halt immer am besten mit Abstand. Und ich frage mich bis heute, warum. Ich meine, ich bin jetzt in Mario sicherlich nicht total scheiße, aber ich bin halt auch kein Übermensch in Mario. Deswegen kann ich das nicht immer so ganz nachvollziehen. Ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch niemals verstehen. Und deswegen werden wir niemals erfolgreich. Es ist einfach so. Aber scheiß was drauf. Hauptsache, es macht Laune. Ja. So, aber Anna rockt ja auch das Haus. Ich weiß gar nicht. Gut, ich bin Silber von der Heilung. Ist das gut oder schlecht? Keine Ahnung. Ich bin halt ein richtiger Kacknoob. Okay, wenn natürlich der Heiler allein auf uns zuläuft, das ist fast so wie die Widowmaker, die auf der Straße steht. Was macht der Affe denn? Okay, wir haben einen selbstmordgefährdeten Affen. Und einen Genji, der jetzt eskalieren soll. Ja, Spellbreak. Ich finde Spellbreak nicht schlecht, aber das Problem ist auch... Also, weiß ich nicht, wie ehrlich ich das sein soll. Das ist eigentlich unklug, aber ich bin einfach mal ehrlich. Ich finde Spellbreak nicht schlecht, aber Spellbreak hat für mich nicht die Voraussetzungen, dass es für mich überhaupt in Erwägung kommt, weil es nach 3 Wochen nur noch 400 Zuschauer hat. Und das ist schon zum Sterben verurteilt. Aber es ist okay, aber ich muss sagen, mit Fortnite hatte ich zu meinen Hochzeiten mehr Spaß als mit Spellbreak. Fortnite streame ich im Moment auch nicht mehr, wie du vielleicht weißt. Da hatte ich auch immer mal wieder so ein paar Zuschauer, aber es kam auch nicht an Overwatch-Hochzeiten bei mir dran und auch nicht an Mario Maker, lange nicht. Und bei Fortnite, das war mir einfach irgendwie, ist ja auch ein sehr unabwechslungsreiches Spiel, weil du hast halt immer mal wieder Map-Änderungen, aber... Ja, keine Ahnung. Es ist immer das Gleiche im Prinzip bei Fortnite. Dann hast du mal eine Kanone, die pupst. Und dann hast du mal eine Kanone, wo Elfen rauskommen, die Feenstaub wedeln. Aber letztlich ist es immer das Gleiche. Aber es ist halt umsonst, ne? Und ich denke mal, deswegen bei vielen Zuschauern und jüngeren Spielern so beliebt. Danke, Zellers, danke. Aber Spellbreak ist, ja, wie gesagt... Hätte das nicht 600 oder 400 Zuschauer im Durchschnitt, sondern irgendwie 3000, dann hätte ich gesagt, okay, kann man vielleicht mal probieren, aber bei so wenig kann ich auch streamen, wie ich mir die Fingernägel schneide. Da habe ich ähnlich große Chancen auf Zuschauer, glaube ich.
Pupsende Feenstaubelfen, das kommt erst in der nächsten Season, Zellus, hast du was verpasst. Das ist erst nächstes Mal. Tja. Nee, aber mal gucken. Ich weiß es auch nicht. Es ist halt auch irgendwie nichts in Sicht. Dann hatte ich ja auch mal irgendwie geguckt, ob ich vielleicht mehr Story-Spiele in Steam spiele, aber das ist halt auch zum Scheitern verurteilt. Das funktioniert nur bei neuen Spielen. Oder wenn du Speedruns machst. So ist das Leben. Okay, dann warte ich auf die nächste Season. Ja, ich hoffe, dass du dann Fortnite 100.000 Mal am Tag streamst. Und was bei Fortnite auch extrem ist, aber das kennst du, glaube ich, nicht, weil du dir nie einen Season Pass geholt hast. Bei Fortnite hast du halt irgendwann so Wochenaufgaben. Sowas wie, keine Ahnung, Tanze an, 5 Brücken, was weiß ich, schieß 5 Leute an dem Ort tot, rüste eine Waffe auf und all sowas. Und es ist halt irgendwann immer das Gleiche. Du bist irgendwann einfach müde von diesen ganzen Aufgaben, weil du einfach so keinen Bock mehr hast. Aber wenn du dir Season Pass kaufst, bist du quasi gezwungen, diese Aufgaben zu machen. Ja. Aber weiß ich nicht, es ist halt auch einfach zermürbend, dann immer diese Aufgaben, weil das teilweise ist es dann echt nur so Abfarmen von Aufgaben und ja. Wenn man so sieht, hat jedes Videospiel eigentlich seine Schwächen, ne? Du merkst das schon. Augenwimper-Streams wäre ich sofort dabei. Geil. Ja, ich weiß nicht, ich gucke halt im Moment, was noch so ein zweites Spiel ist. Aber vielleicht war es auch ein Fehler, irgendwie von Overwatch wegzugehen, vielleicht. Aber ich war auch einfach müde nach 2-3 Jahren intensivem Spielen. Naja, man weiß ja nie, was er von Straf macht, das kann nächste Woche auch schon wieder ganz anders aussehen. Ich bin halt ein Mensch, der sich viel Gedanken macht, aber wahrscheinlich ist es das Schlauste, einfach drauf loszudaddeln. Ich dachte gerade, ich bin instant tot. Oh, ist die dämlich. Also nicht der Gegner, sondern... Okay, der Gegner ist auch doof, aber nicht so doof wie... Ja. So, Aber bei manchen Sachen bei Twitch verstehe ich halt auch überhaupt gar nicht, warum Leute das nicht gucken. Ah, da war, glaube ich, auch schon öfters drüber gesprochen. Ultimate Chicken Horse ist so ein gutes Beispiel und bei Fall Guys verstehe ich es bei den Zuschauern von uns auch nicht ganz. Weil Fall Guys ist doch niedlich und man sieht mich scheitern. Und es ist ein Plattformer. Eigentlich alle drei Kriterien über Mario Maker auch zu treffen. Deswegen dachte ich mir so, okay. Eigentlich müsste das doch vielleicht interessant sein, aber... Ich habe vergessen, es ist nicht Mario. Das ist dann halt immer so das Problem, ne? So, Shieldy Shield. Dieser Heiler von denen ist wirklich sehr aggressiv. Und auch sehr dumm. Ich weiß nicht, was Merzel trifft. Ich glaube, die Aggressivität. Ich glaube, es ist die Aggressivität. Ja, wahrscheinlich macht es irgendwie so ein bisschen die Mischung dann aus. Ne? Man spielt mal dies, mal das. Darf sich allerdings nicht zu sehr von anderen Sachen entfernen. Weil das Zuschauer überfordert, wenn man zwei verschiedene Spiele spielt, das ist schon schwierig, sich das zu merken, ne? Ah ja, von Straff, hatte der Mario Maker gemacht, oder? Habe ich bei dem Call of Duty geguckt, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie bin ich, glaube ich, gerade viel zu ehrlich. Ach ja. Ach, das war dumm. Alle
Statt einfach auf die Pistole zu wechseln und die abzuschießen, das ist auch so geil. Was ist denn das für, was sind das für zwei Menschen? Muss ich hier meinen eigenen Heiler beschützen, indem ich den anderen Heiler töte? Verrücktes Spiel. Hier, das ist Genji, der macht alles richtig, der muss uns nerven. Wenn wir gegen diesen Moira-Spieler verlieren, würde mich das ein bisschen... Würde mich das ein bisschen aufregen. Na gut. 18% Trefferquote ist natürlich auch absolutes E-Sport-Niveau. Eben hatte ich mal 30. Zählt eigentlich auch als... Na, wobei, das weiß Telos nicht. Aber ich frage ihn das trotzdem mal. Ob es wohl auch als Trefferquote zählt, wenn man auf einen Schild schießt und das Schild trifft? Oh, schon 19%. Jetzt komme ich hier langsam in Gefilde. Okay, da ist einer. Ja, perfekt. Okay, der Reinhard stürmt alleine auf uns zu und ist gestorben. Lobe ich mir noch das Gruppenspiel. Einmal mal entspannt spielen und warten und dann wird das schon. So, hier hinten ist irgendwo einer, aber der macht so wenig Schaden, dass wir es einfach ignorieren können. Ich glaube, das ist der Genji, der mit Ninja-Sternen auf uns wirft. Oder? Na, ist egal. Ah, da ist er. Der kleine Schnucki. Oh, ist der süß. Ja, ich denke mal, wenn die nochmal stürmen, mache ich meine Ulti. Kann ich eigentlich auch jetzt, um die Stats zu pushen? Das wäre dumm. Ja, los hier. Macht sie fertig, Leute. Imba-Power aktiviert. Dömök. At its best. Läuft eigentlich gerade. Ist auch sehr sinnvoll, das Spiel eine Sekunde vor Schluss zu verlassen. Oh Mann, manche Menschen sind so geil. Okay, Zellers weiß es nicht, das habe ich erwartet, aber ist nicht schlimm. Enzio. Als Bestchen. Was hat der gute Enzio denn gemacht? Nee, aber heute, ich muss sagen, Overwatch macht mir gerade echt Bock, das launt. Also nicht nur, weil ich jetzt gerade relativ häufig gewinne. Ist einfach irgendwie chillig, so ein bisschen labern, Blödsinn erzählen, heilen. Ungefähr in der Kombination, das ist mega chillig gerade irgendwie. Irgendwelche Leute für Zusammenspiel loben, wenn ich mal nicht mal weiß, wie die heißen. Ach ja, und sinnlos leveln und looten bis zur Vergasung. Enzio hat die Meta gespielt bei Bestie Linksklick halten. Ja. Sieht's aus, Rollenwahl. Ja. Ist eigentlich irgendwer neuen Modi hier in dem Spiel jetzt oder so? Können wir eigentlich auch mal gerade gucken. Training brauche ich nicht. Ich bin der beste Spieler der Welt. Hat man eben gesehen. Spiel-Icon. Wie kam man hier nochmal in den Arcade-Modus? Also ich bin ein bisschen raus. Achso, wahrscheinlich hier bei Suche, ne? FFA 8 Spieler, schrecklich. Junkenstein, schrecklich, langweilig. Naja. Ach so, weil... Ah, deswegen habe ich den bekommen, weil ich dreimal gewonnen habe. Faszinierend. Faszinierend. Willkommen in Oasis. Oasis, das war das Ding, das Runde. Da ist eigentlich Moira ziemlich krass drin. Glaube ich zumindest. Rede es mir einfach mal ein. Ach so, wir sind gerade in einem laufenden Match. Geil. Tja. Sinnloser Schuss, um die Ultimate aufzuladen. 4% hat nicht funktioniert. Wir nähern uns der zweistelligen Aufladung. Ja, gleich werden wir überpowered. Wir hauen ja nochmal was draus.
Amora ist im Laufe der Zeit echt zu einer meiner Lieblingsheldinnen geworden. Also nicht vom Charakter oder vom Aussehen oder sowas, keine Sorge. Ich bin kein verrückter Wissenschaftler. Aber, weil, ich wäre gerne einer, aber ich bin keiner. Aber irgendwie, nee, Moira ist halt mega geil zu spielen. Das entspricht so ziemlich genau dem, was mir so Spaß macht. So, der Junkrat ist auch tot. Oh, ich habe vergessen, wie geil ich diesen Grafikstil von Overwatch finde. Ja, komm, kommt Herr van Straff ins Spiel. Schon haben wir den Punkt eingenommen, ne? Wie kommt man da hoch? Kommt man da hoch als Heiler? Ich weiß es nicht. Okay, wir kommen schon wieder. Okay, ich wollte gerade noch die Shift-Taste zum Shapeshiften benutzen, aber... Da war ich schon mausetot. Mausetot. Okay, ich glaube, alle sind tot, ne? Einer lebt noch. Zwei, drei, zwei, einer. Ach, scheiße. So, Kamehameha. Ah, scheiße. Ja, auf jeden Fall, Zellos, also... Die Runde werden wir verlieren. Es kommt davon, wenn man Lionel Messi erst in der 89. Minute einwechselt, dann verliert man halt, ne? So ist das. Ach ja. Ich glaube, es war gerade das, ne? Wobei, ich meine eigentlich, der... Hat er... Ah doch, er hat mich getötet. Ich hätte gedacht, dass... wie heißt dieser Typ? McCree mich getötet hat mit seiner Alti. Oh, wir loben irgendwelche random Menschen, weil wir XP bekommen. Stellt euch mal vor, das wäre bei der Arbeit auch so. Einfach irgendwelche Kollegen loben, man kriegt mehr Gehalt. Das wäre nochmal was. Na gut, die Uhr sagt, ich kann noch ein Spiel machen. Ja, dann machen wir das mal. Es gibt sonst noch so Eliminierung? Klassische Schnellsuche, ja, das war, oh, der Anfang. Warteschlangen VIP. Was ist das denn? Gab's nicht früher auch mal, ja genau, hier so ein Spielebrowser. Elf Annas gegen Genji. Oha. Hey Brigitte, die Kaffeetasse hast du aber toll gemacht. Ja, das wäre doch cool. Verteidigung, Tempel, Anubis. Oh, ich sehe schon, wir haben eine random Widowmaker in der Gruppe. Ich hoffe, sie wird nicht auf der Straße stehen. Bitte, liebes Spiel, bitte. Bitte, Widowmaker, stell dich nicht auf die Straße, sonst muss ich leider ausrasten. Hoffen wir einfach mal das Beste. Aber ich bin immer misstrauisch, wenn ich mit Widowmaker zusammenspiele. Habe ich erstmal Angst, bevor ich mich sicher fühle. Zuerst habe ich Angst. Vor allen Dingen ist der Spieler, glaube ich, AFK. Hervorragend. Scheiße, wie komme ich da hoch? Map so lange nicht mehr gespielt. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, dann erwarte ich jetzt
Eine Milliarde Kills der Widowmaker. Wieso geht der Reinhard da runter? Nochmal genau. Oh, ich hab die Widow. Oh, die Widowmaker steht so, dass sie abgeschossen werden kann. Wobei, sie steht nicht auf der Straße, sie steht auf einer Erhöhung. Das ist schon mal eine Steigerung. Muss man ja mal sagen. Das ist schon die Evolution Stufe 2. Wobei, ich habe auch keine Ahnung, wo man nicht überall hinstellen kann. Ich bin ja auch selber mit Widowmaker. Wahrscheinlich untermenschlich schlecht, aber. Wie wär's, wenn du mal zum Team laufen würdest? Dann könnte ich dich heilen. Weil der ist nämlich ein Bastion und wenn ich da durch Schussfeld laufe, bin ich eventuell tot. Okay, der andere Heiler ist auch da. Ich verstehe nicht, wieso wir das nicht da oben verteidigen. Dann hätten wir jedes Mal High Ground, aber nein. Hm. Wo ist denn hier noch ein... Ach, da oben. Okay, die Widowmaker, da stand sie immer gut. Wir müssen mal loben zwischendurch. Immerhin steht sie nicht auf der Straße. Ne, sie stand gerade da oben, also. Aber ich glaube, Widowmaker ist so mit Abstand der skillabhängigste Charakter, den es in dem Spiel hier gibt. Würde ich einfach mal so behaupten. Vielleicht gibt es noch andere, die ähnlich skillabhängig sind wie Genji oder so. Das weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht beurteilen, aber auf gesunde Menschenverstand sind so Scharfschützen in so einem schnellen Spiel ja eigentlich, müssten ja die schwierigsten Charaktere sein. Okay, ein Selbstmord Lucio, der geil rumhüpfen kann. Verdammt, wieso kann ich das nicht? Er ist tot, okay. Ich muss mal gerade den Chat lesen. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Eine Widow, die ein bisschen kompetent ist. Ja, aber Random Widows ist das immer so. Vor allen Dingen in der Elo, in der ich spiele, wahrscheinlich Bronze, Silber oder so. Ne, Bronze, nicht Silber, vielleicht Gold, ich weiß es nicht. Zu Hochzeiten war ich ja Gold Mitte, aber das werde ich jetzt nicht mehr haben, dieses Niveau. Da müssen wir uns nichts vormachen. Okay, da kommt ein Panzer. Zurück, Team, da kommt ein Panzer. Oh Gott. Ja, ich bin hier gleich wahrscheinlich der Einzige auf dem Punkt. Ich hätte die Ulti zünden können, aber mache ich mal jetzt, wo es viel zu spät ist. Nee, aber ich hatte heute wirklich mit Overwatch gerade echt richtig viel Bock, also hatte richtig viel Spaß, macht gerade echt voll Laune. Okay, ein Selbstmord Lucio. Scheiße, er hat mich sogar getötet. Damn. Sollte entspannter sein wie normal. Was meinst du genau? Yay. Sollte entspannter Win gleich... Ach so, meinst du das? Ja, das war relativ easy tatsächlich. So, irgendwelche random Leute belohnen. Keine Ahnung, ist mir egal. Ja, ich verlasse das Match mal. Also das war wirklich... sehr spaßig heute, Overwatch. Ich hätte vermutet, dass ich jetzt auch nur noch auf die Fresse kriege und demotiviert bin, aber... Patch Notes. Steht hier auch einfach, wer Imba ist? Naja. Ja, wenn es euch Spaß gemacht hat oder ihr auch das öfter sehen wollt, danke, Zellos. Schreibt uns das Video, falls ihr das Video bis hierhin gesehen habt. Und ja, dann können wir das auch mal öfters machen. Eigentlich war es mega chillig. Also deutlich entspannter als Fall Guys. Hier so ein bisschen rumzuballern.
Gut, ich mache mal den Stream aus. Ich bin mal duschen und nachher Fußball gucken. Man sieht sich. Auf Wiedersehen. Tschüss. Gute Nacht. Der Abend geht jetzt erst los. Jetzt wird Atletico Madrid besiegt. Hoffentlich. Aber ich vermute ein ganz langweiliges 1-0 oder 0-0. Naja, bis später. Bis morgen. Tschö.